Hallo ihr Süßen, willkommen zu meinem Update, zu meinem Baby-Update. Ich glaube, ich bin etwas abgeschnitten. So, naja, dürfte gehen. Gut, willkommen zu meinem Update. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich habe mir heute ein paar Notizen gemacht, damit ich einfach ein bisschen was von dem Erlebten behalte und dass ich das euch einfach mal mitteilen kann und nicht so planlos vor mich herrede. Ich bin wirklich abgeschnitten, ist das doof. Aber ich kann die Kamera jetzt nicht anders hinstellen. Naja, man sieht mich ja noch. Gut. Ich fange jetzt einfach mal an. Der Kleine ist jetzt gute 3 Monate alt. Und das, was wir festgestellt haben, ist, dass er jetzt viel mehr brabbelt. Also, wenn er einen anschaut, dann brabbelt er schon viel, viel mehr. Also, sonst war es immer nur so ein Grü und Grü. Und jetzt macht er das schon richtig fleißig. Also, ja, bin ich ganz stolz drüber, dass er das jetzt so auf die Reihe kriegt. Dann hebt er den Kopf, wenn er auf dem Bauch liegt. Das findet er am Anfang ganz toll, so die ersten 5 Minuten, und dann mag er nicht mehr. Also er versucht dann auch so ein bisschen nach vorne zu robben. Er macht so robbenartige Bewegungen, also so, er versucht sich nach vorne zu schieben. Und sieht ganz witzig aus, aber das kostet halt sehr viel Kraft und deswegen hält er es nie länger als 5 Minuten durch. Und die Nackenmuskulatur wird ja da total gestärkt und beansprucht auch. Und deswegen ist es auch nicht so seine Lieblingsposition, sag ich mal. Dann rollt er von einer Seite auf die andere. Das kam wirklich über Nacht. Leute, passt auf, wenn eure Kiddies in dem Alter sind. Das geht so schnell. Er liegt wirklich auf dem Rücken und flach. Und bumm, und dann liegt er auf der anderen Seite. Und da müsst ihr echt aufpassen, wenn ihr auf dem Wickeltisch oder auf dem Sofa oder sowas liegen habt, dann legt die Kiddies sicher hin. Es ist wirklich besser, so bevor was passiert. Bei mir Gott sei Dank noch nicht vorgekommen, aber das geht wirklich schnell. Und man kann nicht immer überall sein und nicht überall seine Augen haben. Dann ist er Brei. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon mal erwähnt. Ich fütter natürlich zusätzlich noch Flasche und Stille. Von der Flasche, also Milch bekommt er ab Tamil 1. Ich weiß allerdings nicht, ob die noch lange ihm reicht. Also ich will mal gucken, ob ich mit der 2er anfange. Da muss ich auch mal gucken, auf welchem Monat man die anwenden kann, beziehungsweise füttern kann. Bin ich noch nicht sicher, ob ich die jetzt fütter oder nicht. Gut, er lächelt, beziehungsweise er lacht mehr. Auch wenn man sich über ihn beugt oder so ein paar Grimassen macht. Oder generell, wenn man ihn jetzt aus dem Bettchen holt, dann fängt er an zu lachen und erkennt einen. Und das macht einen schon ganz stolz. So das erste Lächeln, die ersten Schritte, das ist so eine Sache, ich glaube, die macht Mama und Papa generell total stolz. Und er ist groß und schwer geworden. Wie groß, weiß ich nicht genau, aber die Größe 56 kneift schon sehr. Und ich glaube, nächste Woche kann ich die aussortieren und kann mit der nächsten Größe anfangen. Wenn ihr wisst, wann eure Kinder angefangen haben, Brei zu essen oder zu lächeln angefangen haben oder wann ihr welche Größe aussortieren musstet, dann schreibt mir das doch mal. Mich würde das echt interessieren und vielleicht können wir uns darüber mal unterhalten. Er greift Sachen einfach. Also wenn man ihm ein Stofftier hinlegt oder eine Windel, Achtung, Windeln, ja, nur unter Aufsicht, und ich mache zusätzlich oben in die Windel, mache ich mir einfach hier so einen Knoten rein. So einen Knoten, und dann kann er drauf so rumkauen. Und ja, aber wirklich nur unter Aufsicht, sonst
gar nicht. Das ist nämlich nicht so toll. Ja, ansonsten glaube ich, gibt es gar nichts zu erzählen. Nee. Ich glaube, da sind wir auch schon fertig. Es ist gar nicht so viel passiert. Oh Gott, ich bin schon wieder angehört. Entschuldigung. Aber wir haben es jetzt 22 Uhr. Und ja, ich habe mich jetzt noch schnell hingesetzt und wollte das Update halt für euch machen. Demnächst kommt noch bestimmt mein Follow Me. Und ich weiß aber noch nicht, wann das sein wird, weil wir aktuell ja wieder auf Wohnungssuche sind. Das habe ich euch, glaube ich, auch schon erzählt. Ja, das ist alles ein bisschen ermüdend, anstrengend und ja. Aber ich freue mich natürlich, wenn ihr mir zuschaut und mich abonniert und mir einen Daumen gebt. Und wenn nicht, braucht ihr euch das Video auch gar nicht angucken. Jetzt zwing ich euch auch gar nicht zu. Gut, bevor es noch kurioser wird, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Wir haben heute Montag. Ja, ich werde es wahrscheinlich morgen online stellen. An einem Dienstag. Nein, ich rede heute einen Mist. Also morgen ist Dienstag, ja. Morgen werde ich es online stellen. Oder übermorgen, je nachdem. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall diese Woche noch. Und ja, ich freue mich aufs nächste Video. Und ja, bis dann. Ciao.